Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So lautet die Jahreslosung der Kirchen für 2014. Und damit haben sie wahrlich einen Glücksgriff getan. Denn Glück will schließlich jeder haben. Aber was ist das eigentlich? Einen Job zu haben. Sind wir zwei. Wir sind erst ein halbes Jahr zusammen, deshalb. Wenn man gute Freunde hat, das ist für mich Glück. Aber wenn man halt mit seinem Leben zufrieden ist. Wenn man im Moment so zufrieden ist, dass man alles andere vergisst. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wenn mich niemand ärgert, das ist schon mal schön, wenn alles friedlich um mich herum ist. Keine Ahnung, gibt's nicht. Ich fühle mich wohl, ja. Ich bin mit einer Freundin unterwegs. Glück ist eigentlich ganz klein. Für mich ist es, wenn ich anderen Leuten helfen kann, das macht mich glücklich. So unterschiedlich die Glücksvorstellungen der Menschen sind, bei allen läuft im Körper der gleiche Prozess ab, genauer gesagt im Hirn. Dort kommt ein sogenanntes Verstärkungssystem in Gang, sagt der Neurologe. Das ist ein System, was im Mittelhirn beginnt, da sind die Nervenzellen. Und die schütten dann den Neurotransmitter oder Botenstoff Dopamin aus. Und diese Neurone wiederum, die projizieren dann zur unteren Seite des Stirnhirns. Und dort werden Endorphine ausgeschüttet. Und diese Endorphinausschüttung, die hat wahrscheinlich etwas mit einem Gefühl der Euphorie zu tun. Euphorie, Endorphine, Dopamin, das klingt nicht nur nach Drogen. Dieses Verstärkungssystem hat tatsächlich was mit Sucht zu tun. Nehmen wir zum Beispiel Schokolade. Ein Stück Schokolade macht uns glücklich beim ersten Mal. Nehmen wir dasselbe Stück Schokolade auf beim zweiten Mal, dann reagiert dieses System schon wesentlich schwächer. Wenn wir jetzt aber wollen, dass dieses System nochmal so stark wie beim ersten Mal reagiert, dann brauchen wir sozusagen eine stärkere Dosis, eine größere Dosis Schokolade. Das heißt, es ist ein Gewöhnungseffekt und der zweite Effekt ist ein Lerneffekt. Das System ist nicht reagiert nur dann, wenn diese Schokolade unerwartet konsumiert werden kann. Und bei so viel Streben nach Glück ist immerhin die Zukunft der Schokoladenindustrie gesichert. Ja, ich will nur daran erinnern, dass die ja gerade die 100-Gramm-Tafel auf 300 Gramm gespreizt haben. Aber kann man Glück überhaupt einplanen oder trainieren? Und was ist mit denen, die nicht glücklich sein können, weil es ihnen an Nahrung fehlt und an medizinischer Versorgung? In dem Moment, in dem wir das erreicht haben, dass da hinreichend Versorgung und Behandlung stattfindet, in dem Moment können wir uns tatsächlich damit beschäftigen, wie können wir jetzt versuchen, alle noch ein Stück weit glücklicher zu machen. Aber ich denke, das ist vor der Zeit. Vor allen Dingen, wenn man es global betrachtet, ist es eine absolute Luxusdiskussion und wir haben andere Aufgaben. Die Jahreslosung der Kirchen, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, will jedenfalls keine Erfolgsstory sein. In der Annäherung Gottes an mich erfahre ich meine Wirklichkeit als ein in der Gnade Gottes geborgener Mensch zu sein. Und das ist die Stärke, nicht was du machst, ist entscheidend. Und insofern ist dann dieser Satz Anreiz zur Dankbarkeit. Welch Geschenk, dankbar zu sein für die Erfüllung meines Lebens, weil Gott mir nahe kommt. Und nicht, mein Gott, habe ich mich angestrengt und nun ist es aber prima. Genau das ist eben nicht die Losung, sondern das Gegenteil davon.